Binecuvântat să fie Domnul. Preis dem Herrn. Aș vrea să citim câteva versete din Sfânta Scriptură. Lasst uns ein paar Verse lesen aus der Heiligen Schrift. Cartea Efeseni, capitolul 6. Lasst uns aufstehen. Epheser 6. De la versetul 10 la versetul 17 inclusiv. Lesen wir. Ich lese es Epheser 6, 10 bis 17. Schließlich seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit dem Mächtigen und Gewaltigen, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit den bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet mit Wahrheit und gerüstet mit der Panzer der Gerechtigkeit und trägt als Schuh die Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens zu verkündigen. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Fallen des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Herrn des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Amen. 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 Bitte nehmt Platz. În Sfânta Scriptură, biserica e comparată odată cu o cetate. Die Heilige Schrift vergleicht die Gemeinde mit einer Stadt. Matei 6 cu 14, voi sunteți o cetate așezată pe munte. Matei 5, 16, ihr seid eine Stadt auf dem Berg. În Sfânta Scriptură, biserica e comparată cu un trup. Cu un corp omenesc. Dann vergleicht die Heilige Schrift auch die Gemeinde mit einem Leib. 1 Corinteni 12 cu 13. 1 Corinteni 12. Voi toți în adevăr ați fost botezați de același Duh, ca să alcătuiți un singur trup. Damit ihr einen Leib darstellt. În Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 12. Im Hohelied 4, vers 12. Biserica e comparată cu o grădină închisă. Wird die Gemeinde mit einem geschlossenen Garten verglichen. Iar credinciosul este comparat cu un pom care aduce roadă. Und der Christ wird mit einem Baum verglichen, die Frucht bringt. Matei, capitolul 12, versetul 33, faceți pomul bun și rodul lui bun. Also Matthäus 12, 13, 33, was glaube ich, ein guter Baum bringt gute Früchte. În Sfânta Scriptură, credinciosul e comparat cu un plugar, Iacob 4 cu 7, care aruncă sămânța. Weiter vergleicht die Heilige Schrift einen Gläubigen mit einem Bauer, der die gute Same ausstreut. În Sfânta Scriptură, credinciosul e asemănat cu un sportiv, 1 Corinteni 9, 24, 27. Dann vergleicht uns auch die Heilige Schrift mit einem Sportler, und er hat die Stelle gesagt. În Sfânta Scriptură, credinciosul e comparat cu un ostaș. Dann vergleicht uns auch die Heilige Schrift mit einem Soldat. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și 4. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Leide mit mir als ein guter, treuer Streiter des Herrn oder Soldat Christi. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Kein Militärmensch wird einfach mit alltäglichen Dingen sich beschäftigen. Ein Soldat, wenn er seinem Herrn gefallen will. Astăzi aș vrea să vorbesc prezentând credinciosul ca un ostaș. Und heute möchte ich den Christ darstellen als ein Soldat. În viața civilă știm câteva caracteristici ale ostașilor. In unser Alltagsleben vielleicht kennen wir einige Charakteristiken eines Soldaten. Ei au toți aceeași uniformă. Sie haben alle gleiche Uniform. Trăiesc de obște în aceleași condiții. Sie leben alle in der Kaserne, also ähnliche Zustände. Au aceeași dorință de victorie. Sie haben alle gleiches Ziel, sie wollen gewinnen, ei luptă wenn sie kämpfen. Pentru o cunună. Sie kämpfen für eine Sache. Sunt totdeauna disponibil să execute ordinul. Sind immer bereit, einen Befehl auszuführen. Și mai ales sunt detașați de viața civilă. Und noch was dazu gehört, sie sind abgeschnitten vom Zivilleben. Așa sunt și frații din Germania.
Sind wir in Deutschland als Christen auch so? Doamne ajută. Der Herr möge uns helfen. Acum vine apostolul Pavel și spune. Der Apostel Paulus kommt und sagt. Că sunt situații. Es gibt Situationen. Când unii ostași se încurcă. Wo manche Soldaten durcheinander kommen. Ajung în momente dificile. Unwichtige Sachen. Care sunt momentele acestea? Was sind Dinge, die uns vielleicht von der wirklichen Sache ablenken? Primul moment în care un ostaș e pus în dificultate, ja, este atunci când nu are armele. Das erste, was für einen Soldat ein Problem ist, wenn er keine Waffe bei sich hat. Pleci la război fără arme. Manche sind in den Krieg gegangen, hatten keine Waffe. Eu acum sunt agricultor. Im Moment arbeite ich mehr in der Landwirtschaft. Nu merg pe câmp fără unelte. Ich würde nie auf mein Feld gehen ohne ein Werkzeug. Spune Sfânta Scriptură că a fost un război între evrei și filisteni. Und die Heilige Schrift erzählt uns von einem Krieg zwischen die Philister und Israel. Și când s-au numărat armele evreilor, s-au constatat că sunt două săbi. Und als man die Waffen der Hebräer gezählt hat, sie haben nur zwei Schwerter gehabt. Una a luat-o Saul și una Jonathan. Eins hatte Jonathan, eins hatte Saul. Acum veneau filistenii cu cară de lupte. Die Philister kamen mit allerlei Waffen, Platoșe, mit ganzem Schutz ausgerüstet, richtig ausgerüstet wie ein Armee. Und die Hebräer hatten höchstens ein Gabel oder irgendein Stock bei sich. Stellt euch vor, wir gehen in einem Krieg ohne Waffen, das wäre unser absoluter Untergang. Un preot din Israel avea cu numele Sceva, avea 7 feciori. Ein Priester in Israel hatte 7 Söhne in Apostelgeschichte 19. Doi băieți al lui au plecat la un demonizat. Und 2 seiner Söhne gingen, um einen Besessenen zu befreien. Și au poruncit în numele lui Isus pe care îl propovăduiește Pavel. Sie haben befohlen, im Namen Jesu, den Paulus predigt. Ieșiți afară. Fährt aus. Și Duhul a răspuns. Und der Geist von ihm hat geantwortet. Von ihm. Jesus kennen wir. Pavel îl cunoaștem. Und Paulus kennen wir dar auch. Dar voi cine sunteți? Wer seid ihr denn? Au pus mâna și i-au bătut. Der hat die dann angegriffen und zerschlagen. Un credincios, un pocăit din Germania. Ein Gläubiger in Deutschland. Trebuie să aibă armura duhovnicească. Muss diese geistliche Waffenrüstung haben. Predica asta e bună și pentru surori. Das gilt natürlich auch für die Schwestern. In Korea, de Nord, femeile fac 10 ani armată. In Nordkorea habe ich gehört, die Frauen müssen 10 Jahre zum Militär. In Israel, femeile fac 4 ani armată. In Israel machen die Frauen 4 Jahre Militärdienst. In biserică, femeile și fetele fac armată toată viața. In der Gemeinde machen Frauen auch, ihr ganzes Leben lang sind sie in einer Kampfbereitschaft. Noi ne-am înscris la oaste. Wir haben uns eingeschrieben beim Herrn. Împăratul nostru Iisus Hristos. Unser König ist Jesus Christus. El are nevoie de viețile voastre, er braucht tineri. Euch, euer Leben gibt es ihm hin. El are nevoie ihr junge Leute, jetzt will er Când euch benutzen. Putere. Ihr habt jetzt noch Când Kraft. Energie. Euer ganze Energie will er haben. Dar nu plecați fără arme. Aber geht nicht ohne Waffe los. Spune Scriptura că noi trebuie să avem picioarele încălțate cu râmna Evangheliei păcii. Hier steht, dass unsere Füße mit dem Schuhen des Friedens, das Evangelium zu verkündigen, bekleidet werden müssen. Frații mei, păcatele au în spate niște duhuri demonice care ne le aduc. Geschwister, die Sünden haben oft einen Geist hinter sich, einen bösen Geist, der uns angreift. De aceea păcatele sunt așa de puternice, că sunt date de niște duhuri puternice. Deshalb sind oft Sünden so, machen so abhängig, weil Geister dahinter sind, Dämonen dahinter sind. Vă dau un exemplu. Ich gebe euch ein Beispiel. În Filipin, capitolul 2, versetul 3 spune. In Philippe 2, 3 heißt es. Nu faceți nimic din duc de ceartă. Tut nichts eigennütz oder aus Ruhmsucht. Sau din slavă de șartă. Sondern, das ist ein anderer Vers. Filipeni 2 cu 3. Ja. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau slavă de șartă. Tut nichts aus eigennütz oder Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher wie sich. Ceartă îi dată de duhuri de ceartă. Streit zum Beispiel ist oft ein Dämon dahinter, der dich zum Streiten hilft. Când te cerți acasă fără motiv. Wenn du ohne ein richtiges Motiv streitest. Te iei la ceartă și nu știi din ce. Du bist einfach nur am streiten, du weißt selber nicht warum. Vă spun eu de ce. Ich sage euch warum. În casa voastră este un duc de ceartă. In euer Haus kommt so ein Geist
da streiten sie Când se creează ceartă în adunare. Wenn in der Gemeinde Streit entsteht. Știți de ce se ceartă, frate? Wisst ihr, warum die Geschwister, die Brüder sich Pentru streiten? Că sunt acolo duhuri Weil de ceartă. Dort in dieser Gemeinde Geister sind böse Geister, die sich zum Streit bringen. La noi era o biserică în care tot timpul era ceartă. Bei uns, wir hatten eine Gemeinde, da war immer Streit. Și au venit frați ca să facă pace, să n-au reușit. Brüder, Pastoren sind gekommen, um Frieden zu machen. Niemand hat es geschafft. Niște frați plin de Duhul Sfânt, s-au unit în poș și rugăciune. Brüder, die waren voll heiligen Geistes. Sie haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir beten und fasten für diese Gemeinde. Într-o seară în acea biserică. Und eines Abends sind sie in diese Gemeinde gekommen. Și-au poruncit duhurilor de ceartă să plece. Und sie haben geboten, diesen bösen Geister zu gehen aus dieser și Gemeinde. S-a ridicat în picioare unul mai certăreț. Und einer, der voll mitgestreitet hat, ist aufgestanden, hat ihnen gesagt. Și-a spus așa, noi plecăm de aici că ne scoateți. Wir gehen jetzt weg, weil ihr gekommen seid und uns rausschmeißen wollt. Aber wir gehen in die und die Gemeinde. Știți ce s-a întâmplat? Wisst ihr, was geschehen ist? În biserica asta a rămas pace. In diese Gemeinde, wo die Brüder damals geboten haben, im Namen Jesu, ist Friede eingekehrt. Aber kurze Zeit später hat man die gleiche Brüder gerufen, komm bitte zu uns, bei uns ist jetzt ein Streit ausgebrochen. Wie können wir diese böse Geister des Streitens von uns weisen, wenn wir nicht das Evangelium des Friedens anhaben? Römer 2,8 spricht von einem, auch von so einem Geist, der Duc de gâlceavă, de tot de ceartă. Auch des Streitens. În Deuteronom 31:27 Moise spune: "Cunosc eu duhul tău de răzvrătire." Und des Zornes hat er gesagt und auch im Buch Mose heißt es, "Cunosc eu duhul tău de răzvrătire." Gott hat gesagt, ich kenne deinen zornigen, deinen aufrührerischen oder rebellischen Geist. Când sunt frați, surori, cărora nu le place rânduiala. Es gibt Menschen manchmal, die sind mit nichts einverstanden. Sie wollen keine Ordnung in der Gemeinde. Sie sind gegen alles in der Gemeinde, was man sagt. Sie lehnen sich gegen alles auf. Da gibt es Geister dahinter, die sie benutzen. Wie kann ich gegen diese Geister kämpfen, ohne die Schuhe des Friedens? Dumneavoastră vă gândiți la un aspect. Ihr denkt vielleicht jetzt an irgendetwas. Patru bărbați din Israel s-au ridicat împotriva lui Moise. Vier Männer in Israel erheben sich gegen Mose. Core, Datan, Abiran și On fiul lui Pelen. Core, Datan und dann die zwei. On se retrage. Om hat sich zurückgezogen. Fiii lui Core se retrag, nu sunt de acord cu părinții. Die Söhne Koras ziehen sich zurück, sind mit ihren Eltern nicht einverstanden. Scrie în cartea Numer 26 că 11 fiii lui Core n-au murit. In 4. Mose, die Söhne wurden dann, sind am Leben geblieben. Datan, Abiram cu familiile lor. Datan und Abiram mit ihrer Familie bleiben übrig gegen Moise. Oamenii ăștia s-au răzvrătit împotriva conducerii. Sie haben sich gegen die Leitung in Israel gesetzt. Și Moise foarte amărât spune un lucru. Und Mose ganz traurig sagt eine Sache. Dacă oamenii ăștia mor de moarte bună, nu Domnul m-a pus. Wenn diese Menschen normal sterben, hat Gott mich nicht berufen. Dar dacă se întâmplă un lucru deosebit, aber wenn etwas Besonderes mit dacă ihnen geschieht, pământul deschide gura, wenn die Erde sich öffnet și oamenii ăștia vor und diese Menschen verschluckt werden lebendig, atunci sunt răzvrătiți. Dann, răzvrătiți heißt was? Dann ist es so, dass sie wirklich rebellisch sind. Și pe când vorbea Moise, und während Mose noch redete, despică, plötzlich öffnete sich die Erde und diese Rebellen fielen nieder, poporul, in diese Spalte hinein. Alle liefen um ihr Leben. Focul lui Dumnezeu. Das Feuer Gottes fiel sogar nieder. Mor 15.000 de oameni. 15.000 Menschen sind gestorben. Fiecare fuge acasă speriat. Alle rennen nach Hause, sind total schockiert. Povestesc acasă ce se întâmplă. Sie erzählen zu Hause, was geschehen ist im Lager. Și vine Scriptura și spune, und die Heilige Schrift sagt, a doua zi, iară se răzvrătesc. Am zweiten Tag sind wieder Menschen gegen Mose asta aufgewühlt. Nu-i omenește. Das ist nicht menschlich. Asta îi drăcește. Das ist dämonisch. E un duh care das ist ein Geist, der die Menschen aufrührt und rebellisch macht. Gibt es unter uns Menschen, die gerne streiten, die gerne immer drum diskutieren und Aufruhr machen,
die sich nicht gerne unterordnen. Die haben keine Schuhe des Friedens an. Ich lade euch ein, lasst uns diese geistliche Waffenrüstung anziehen. Wir sollen diese Evangelium des Friedens verkündigen. Spune Scriptura să avem mijloc încins cu adevărul. Und dann sagt Gottes Wort, wir sollen auch wir sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Minciuna e dată de un duh de minciună. Auch Lüge ist von einem Geist der Lüge gegeben. În Cartea Împărați, capitolul 22 cu versetul 22. In 1. Könige 22, im Vers 22 heißt es: Cum îl vei amăgi pe Ahab? Dort fragten sie, wie können wir Ahab verwirren? Și acolo spune, voi fi un duh de minciună. Und ein Geist hat gesagt: Ich will ein Lügengeist in ihm sein. Este careva de aici care spune minciuni? Ist jemand hier, der gerne lügt? Hände hoch. Sunteți buni? Hai, seid gut, wenn ihr nicht lügt. Minciuna e dată de un duh de minciună. Auch Lüge ist oft ein Geist dahinter. În Ioan, Evanghelia, capitolul 8, versetul 44. In Johannes 4, 44. Spune că diavolul este tatăl minciunii. Da, heißt es, der Teufel ist der Vater der Lüge. Dar ca să se nască un copil, nu e nevoie numai de tată, trebuie aber și mama. Aber damit ein Kind geboren wird, ist auch die Mutter nötig, nicht nur der Vater. Dacă diavolul este tatăl minciunii, mama cine? Wenn der Teufel der Vater der Lüge ist, wer ist die Mutter? Mama ești tu care spui minciuni. Du bist die Mutter, wenn du lügst. Te-ai unit cu diavolul, dann vereinst du dich mit dem Teufel und es entsteht eine Lüge. Biblia spune să avem mijloc încins cu adevărul. Die Bibel sagt uns, wir sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Cum se lupt eu cu duhul de minciună? Wie soll ich gegen den Geist der Lüge kämpfen, wenn ich selber nicht in der Wahrheit bin? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Gott möge uns helfen, dass wir umkehren. Amin. Amen. Toate păcatele sunt date de duhuri de păcate. Also viele dieser Sünden, die werden von Dämonen gegeben an uns geschleudert. 1 Thessalonicen, Kapitelul 4, Versetul 3, s-a citit dimineață. Heute Morgen hat der Bruder gelesen, 1. Thessalonicher 4, 3. Der Wille Gottes ist eure Heiligung, să vă feriți de curvie. Dass ihr die Ehebruch und Hurerei meidet. Curvia este un duh foarte puternic. Zum Beispiel Ehebruch ist oft so ein böser Geist dahinter. In Osea, Kapitelul 4, Versetul 12. In Hosea 4, in Osea, 12, Kapitelul 5, Versetul Hosea 5, Vers 4 spune că este duh de curvie. Dass es wirklich so Geister der Hurerei gibt. De aceea curvia prinde pe mult. Deshalb fängt diese Sünde că viele. E dată de un duh de curvie. Weil da Dämonen dahinter sind, die einfach die Menschen dar angreifen. Dar tu trebuie să ai platoșa neprihănirii. Aber du sollst umgürtet sein mit der Panzer der Wahrheit. Amin, să ne o dea Domnul. Mit der Panzer der Gerechtigkeit. Până nu ai platoșa neprihănirii. Dass wir geschützt sind. Nu poți lupta împotriva Duhului necurat. Bevor wir nicht die Wahrheit umgürtet sind mit der Wahrheit, wie können wir kämpfen gegen diese Sünde? Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Er sagt hier, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Geister, die Dämonen, die Mächte der Finsternis, die über uns sind. Pentru asta nu mergem la sală să facem mușchi. Nicht deshalb brauchen wir im Fitnesscenter gehen, damit wir für die Muskeln haben. Pentru asta ne încuiem un odăiță să ne rugăm. Sondern diese Muskeln bekommen wir im Gebet in unser Kämmerlein. Ca să primim armura duhovnicească. Damit wir ausgerüstet sind mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Wir brauchen immer wieder eine neue Erfüllung im Heiligen Geist. Pentru asta venim la steruință după Duhul Sfânt. Deshalb kommen wir auch und beten um die Erfüllung im Heiligen Geist. Când Domnul ne umple cu Duhul Sfânt. Der Herr füllt uns neu. Ne dă arme cu care să luptăm. Er gibt uns diese Waffen, mit denen wir kämpfen können. Îngrijorările, die ganze Sorgen, die manchmal kommen. Duhul lumii, ca îi spunea Pavel în Corinteni. Der Geist dieser Welt, von dem Paulus an die Korinther schreibt. Nu au acces la mintea mea. Sie können unser Verstand nicht angreifen. Eu am coiful mântuirii. Wenn ich den Herrn des Heils anhab. Toate loviturile vrăjmașului se opresc în coif. Alle Angriffe, alle Pfeilen des Teufels werden aufgefangen. Eu mă gândesc că sunt mântuit. Ich glaube, ich bin gerettet. Că eu sunt al Domnului. Ich gehöre doch Gott. Și am mintea mi protejată und mein, de coiful mein Verstand mântuirii. Muss geschützt sein von alle Angriffe, die auf diese Ebene kommen. Să ne dea Domnul la toți. Amin. Er möchte uns helfen, dass wir so geschützt sind. Luați scutul credinței. Nimmt den Herrn Mensch jetzt. Schild des Glaubens, danke schön. Mensch, ich kann diavolul trimite săgeți arzătoare. Auch die feurige Pfeilen werden auf uns abgeschossen. Vine diavolul la noi cu ispite. Der Teufel kommt mit Versuchungen. Eu pun scutul credinței. Dann tue ich den Schild des Glaubens vor ihm. Și sunt biruitor. Und ich werde siegreich hervorgehen. Spune Scriptura, luați sabia
Duhul care este cuvântul lui Dumnezeu. Nimmt auch den Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Cum vă raportați dumneavoastră față de Scriptură? Wie steht ihr mit der Heiligen Schrift? Cine are Scriptura la el? Wer hat es heute da? Hebt es mal hoch. Wer hat seine Bibel da? Iertați-mă, astăzi plec, poate nu ne mai întâlnim, heute, îmi da. Mai permit o întrebare. Vielleicht seht ihr mich nicht mehr. Cine a citit ieri din Wer Scriptură? Hat gestern in der Bibel gelesen? Hände hoch. Frații mei, sabia cu care luptăm noi, ja, wir sagen, dieser Schwert, mit dem wir cuvântul lui Dumnezeu, ist Gottes Wort. Să vă fie dragă Scriptura. Lieb das Wort Gottes. În cuvântul lui Dumnezeu este putere. In diesem Wort ist Kraft. Psalmul 33, versetul 6. Psalm 33, 6. Spune, cerurile au fost făcute prin Die cuvânt. Die Himmel wurden gemacht durch sein Wort. În versetul 9 spune psalmistul. Dort sagt er in Vers 9. El poruncește. Er gebietet. Și ce poruncește ea ființă. Alles was gebietet kommt ins Dasein. Cuvântul lui Dumnezeu e putere. Gottes Wort hat Macht. Cuvântul lui Dumnezeu spune Luca 1, 37, versetul. Lucas 1, 36, Niciun cuvânt 36. Care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Kein Wort, das aus Gottes Mund ging, war ohne Kraft. Matei 24, versetul 35. Matthäus 24, 35. Cerul și pământul vor trece, Himmel cuvintele mele nu vor trece. Meine Worte werden nicht vergehen. În Apocalipsa 14, cu 6. In der Offenbarung 14, 6 am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. In den Wolken und über den Himmel mit dem ewigen Evangelium. Wie dragă Scriptura? Liebt ihr dieses Evangelium? Exprimarea dragostei noastre față de cineva are forme diferite. Der Ausdruck unserer Liebe zu jemand kann sehr verschieden sein. Un mod în care îți exprimi dragostea e timpul de părtășie petrecut. Ein Weg, wie wir unsere Liebe zu jemand zeigen, ist die Zeit, die wir nehmen für diese Menschen. Cum poți să spui eu iubesc soția, dar nu fac timp pentru ea? Wie kann ich sagen, ich liebe meine Frau, aber habe nie Zeit für sie? Nu fac timp pentru orice, dar nu pentru nevastă. Ich habe alles andere Zeit nur für sie nicht. Cum poți să spun eu iubesc pe Dumnezeu? Wie kann ich sagen, ich liebe Gott? Dar eu nu fac timp de rugăciune cu el. Aber ich habe keine Zeit zum Gebet zu ihm. Cum poți să spui eu iubesc Scriptura? Wie kann ich sagen, ich liebe sein Wort? Când tu nu citești în Scriptură. Aber ich lese drin nicht. Trăim o explozie a tehnologiei. Wir leben in eine explosive Zeit. Informația noastră înconjoară pământul în două secunde. Unsere Information in zwei Sekunden geht durch die Erde. Voi vă uitați la multe lucruri. Ihr seht viele Dinge. Mi-a spus Duhul Sfânt să vă spun. Der Heilige Geist hat mir heute gesagt, schaut in diese Schrift. Scriptura nu e o carte veche. Es ist kein veraltetes Scriptura Buch. E puterea lui Dumnezeu. Es ist die Kraft Gottes da drin. E o fântână cu apă es ist proaspătă. Ein Brunnen mit frischem Wasser. Scriptura are putere. Psalm 107, versetul 20. Psalm a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Am fost martor ocular. Când frații predicau din Scriptură, puterea de vindecare a coborât în adunare și Domnul a făcut dabei, vindecări. In einem Gottesdienst, wo ein Bruder gepredigt hat, während der predigte, kam die Kraft Gottes über einen Kranken, wurde sofort Cuvântul geheilt. Te vindecă. Dieses Wort heilt, hat heilende Kraft. În Efeseni 5, 26 spune, Efeser 5, 26, da heißt es, El ne-a curățit prin botezul în apă, prin cuvânt. Er hat uns gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Simpla citirea cuvântului te face mai bun. Allein schon nur das Lesen des Wortes verändert dich zum Guten. Citirea cuvântului te face mai credincios. Das Lesen des Wortes mehrt dein Glauben. La noi în Suceava sunt americani, menoniți. Bei uns in Suceava gibt es Amerikaner, die sind Mennoniten. Și ei povesteau o întâmplare. Und sie haben erzählt, că un nepot mare la 16-17 ani stă la bunica lui. Einer hat mir erzählt, dass sein Enkelkind ist bei der Oma. Și bunica îl chema să vină la biserică. Die Oma hat gesagt, komm mit in die Gemeinde. Și el n-a vrut. Hat gesagt, aber. Când a venit la amiază, bunica a spus așa de frumos, o fost la biserică. Am Nachmittag kam die Oma nach Hause und hat gesagt, es war so schön im Gottesdienst. Și băiatul întreabă, bunica, de unde s-a citit? Und dann hat er gefragt, Oma, von wo wurde gelesen? Și bunica spune, nu mai știu. Oh, ich weiß es nicht mehr. Și băiatul râde. Und der Junge hat sie ausgelacht. Era un coș din uiele și ia o găleată de apă și toarnă în coș și ridică sus. Și spune, nu a rămas nimic în el.
Er hat dann so einen Korb gesehen, Wasser reingeschüttet, hat Korb hochgehalten, alles Wasser ist durchgerinnt, hat gesagt, guck mal, ist kein Wasser drin. Și bunica îi spune, da, dar când ai turnat apa, coșul era prăfuit, dar acum coșul s-a spălat. Aber dann hat die Oma gesagt, okay, ich bin einverstanden, aber als du das Wasser, bevor du das Wasser reingeschüttet hast, war mein Korb ganz staubig, aber jetzt ist es sauber. Scriptura curăță mintea. Also, die Heilige Schrift hat Kraft, unser Verstand zu reinigen. Lest das Wort Gottes. In 1. Petrus 1:23 spunea Petru. 1. Petrus 1:23 sagt der Apostel Petrus. Voi ați fost născuți din nou, ihr seid wiedergeboren. Nu dintr-o semânță care poate putrezi. Nicht aus dem ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus dem care nu poate putrezi, unvergänglichem Samen, der prin cuvântul lui Dumnezeu. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, der bleibt. Eu m-am întregostit de Scriptură când eram tânăr. Als ich jung war, ich habe mich richtig verliebt in der Schrift. Am citit multă Scriptură. Ich habe viel die Bibel gelesen. Am fost copil sărac. Ich war ein sehr armes Kind aus einer armen Familie. Umblam cu vitele pe câmp. Ich musste auf die Kühe aufpassen auf dem Feld. Und habe immer die Bibel dabei gehabt. Eu m-am îndrăgostit de Scriptură. Ich habe mich richtig verliebt in diesem Wort. Doamne, dacă ar fi să pierd toate lucrurile în viață. Ich habe später gebetet, Herr, wenn ich alles verlieren werde, ich bitte, dass dein Wort soll mir bleiben. Prin Scriptura asta voi ajunge în cer. Durch dieses Wort werde ich den Himmel erreichen. Se hotărăște careva astăzi? Ist jemand entschlossen, trifft jemand eine Entscheidung heute, ich werde ab sofort mehr in der Bibel lesen. Cine promite că va acorda mai mult atenție Scriptură? Wer ist bereit zu sagen, Herr, ich bin bereit, mehr das Wort zu lesen, dein Wort zu lesen? Dumnezeu să ne ajute. Herr möchte euch wirklich helfen. Asta e sabia Duhului, das ist das Schwert des Geistes, das Wort nu Gottes. Plecați la evangelizare fără cuvântul lui Dumnezeu. Geht nicht evangelisieren, missionieren ohne nu das Wort. În misiune fără Scriptură geht la nicht voi. Zu anderen hin, ohne dass ihr das Wort habt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Möge Gott uns da helfen. Ostașii sunt în dificultate, încurcați, expresia, când nu au arme. Ein Soldat ist durcheinander, wenn seine Waffe fehlt. Oder er fehlt ihm was Besonderes. Mai poate fi o situație de ostaș încurcat. Es gibt so manche Soldaten, die Probleme haben und eine andere verlegene Situation in wäre. 1 Corinthien, capitolul 14, versetul 8, Pavel spune așa. In 1 Corinthien 14:8 sagte Paulus, dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti? Wenn die Trompete einen schlechten Ton gibt, wer macht sich bereit? Când comanda este confuză, încurcată, nu știu oamenii ce să facă. Wenn ein Befehl nicht klar ist, dann wissen die Leute nicht, was sie machen sollen. Când un predicator spune una și vine altul și spune alta, wenn der eine Prediger sagt eines, der andere sagt was anderes. Ce face biserica? Was soll denn die Gemeinde, auf wen soll sie hören? Când un proroc prorocește într-un fel și altul în alt fel. Wenn eine Weis sagt so und der andere so. Când un proroc spune el moare, vine altul spune el trăiește. Wenn der eine sagt, er wird sterben an dieser Krankheit, der andere sagt, er wird leben. Ce fac oamenii? Was machen die Menschen? Când părinții în casă pun o rânduială. Wenn die Eltern ein Regel haben im Haus, și in der Familie. Mama pune o rânduială. Mama hat ein Regel, der Vater macht aber eine andere. Eu cunosc familii în care tata a spus la băiat, la ora 9 seara ești acasă. Ich weiß von einer Familie, wo der Vater gesagt hat, abends um 9 bist du zu Hause. Și mama a spus, nu te uita la taică tu. Die Mutter hat gesagt, hör nicht auf deinen Vater, ach du bist jung. Ce înțelege băiatul acela? Was soll dieser Junge verstehen? Eu cunosc tată care a spus la fată, când vii la adunare te îmbraci cuvincios. Ich kenne einen Vater, der gesagt hat, zieh dich anständig an, wenn du zum Gottesdienst kommst. Mama îi spune, ești tânăr, trebuie să te măriți. Du bist jung, du musst noch heiraten. Nu te uita la taică tu. Hör gar nicht auf deinen Papa. Ce fac copiii aceia? Was machen solche Kinder? Când trâmbița dă un sunet încurcat. Durcheinander. Spune, cine se Paulus sagt, wer bereitet sich für den Kampf? Eu am făcut armată, în România. Ich war im Kampf, also ich war bei Armee, also ich war Soldat. Und immer hat man die Trompete geblasen und și es war ein cunoșteam Befehl. Sunetul trâmbiței. Ich wusste, was das bedeutet. Un credincios trebuie să fie atent la sunetul trâmbiței. Ein Gläubiger hört auf diese Stimme, was dar der Herr gibt. Comanda dată trebuie să fie clar. Aber was wir sagen, muss sehr deutlich Amin. Sein. Muss klar sein, die mai Menschen müssen vorbi wissen, de o was sie dran dificilă? Sind. Ja. Da. Spune cuvântul Domnului că Ahab
L-a bătut pe Ben-Hadad, împăratul Siriei. Im Alten Testament steht ein Beispiel, dass Ahab den Ben-Hadad geschlagen hat. Den Leiter von Syrien hat ihn gefangen genommen. Dar i-a dat drumul. Aber er hat ihn wieder losgelassen. Și pe când mergea Ahab spre casă bucuros, und als Ahab dann unterwegs war nach Hause, war fröhlich. În marginea drumului vede un tânăr rănit și bandajat. Legat. Dort am Straßenrand war ein junger Mann, der war verletzt und hat so ein Tuch auf dem Kopf gehabt. Și tânărul strigă, scapă-mă, împărate! Und der Junge hat gerufen, König, hilf mir! Și împăratul întreabă, dar ce ai? Und der König fragt ihn, was hast du denn? Și acum povestește soldatul. Und dann erzählt ihm der Soldat. Eram pe câmpul de luptă. Ich war auf dem Feld, hab gekämpft. Un alt ostaj, ein anderer Soldat kam und hat mir einen Gefangenen übergeben. Și mi-a spus, răspuns pentru el. Und hat gesagt, du bist verantwortlich für viața ihn. Viața ta pentru viața lui. Dein Leben für sein Leben. În cartea împărați, ja nicht los. În cartea împărați, capitolul 20, versetul 40, spune așa. Und dann heißt es in 1. Könige 20, Vers 40. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, und als dein Knecht hier und da zu tun hatte, war der Mann nicht mehr da, ist einfach abgehauen. Expresia este în câte ceva încoace și încolo. Ich hatte so Kleinigkeiten zu machen, hier was und dort was. Care știe să-mi spună ce făcea omul ăsta? Wer von euch könnte sagen, was hat dieser Mann gemacht? Ceva fără importanță. Etwas Unwichtiges. Nici el nu știe ce făcea. Er wusste nicht mal selber, was er gemacht hat. Știți ce făcea omul ăsta? Wisst ihr, was er gemacht hat? Eu știu. Ich weiß es. Ce faceți dumneavoastră când nu veniți seara la adunare? Was ihr macht, wenn ihr abends einfach zu Hause bleibt, nicht zum Gottesdienst geht? Ce faceți când nu veniți la biserică? Was macht ihr, wenn ihr wochentags nicht zum Gottesdienst geht? Faceți câte ceva. Ihr macht irgendetwas, macht man. Frații mei, liebe Geschwister, eu am mulți ani de zile, ich bin viele Jahre dabei, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Und ich wollte nie fehlen im Gottesdienst. Numai dacă sunt în avion, entweder ich bin im Flugzeug, nu pot să merg la biserică. Ich kann nicht Gottesdienst, wenn dacă eu călătoresc cu mașina și aber timp de adunare, mit Auto unterwegs war und wusste, da ist eine Gemeinde, die haben jetzt Gottesdienst, mă opresc la biserică și mă duc cu frate. Angehalten, bin rein, wenn ich Brüder dabei hatte, haben sie einfach reingenommen. Dumneavoastră veniți la biserică? Kommt ihr wochentags zur Gemeinde? Veniți întotdeauna când puteți veni? Kommt ihr, wenn ihr könnt überhaupt? Și când nu veniți, ce faceți acasă? Und wenn ihr nicht kommt, was macht ihr denn? Câte ceva, încoace și încolo. Ich glaube, ihr macht irgendwas, sowas halt so anfällt. Lucruri lipsite de importanță. Also unwichtige Dinge. În Matei 6:33. In Matthäus 6:33 steht. Domnul spune: căutați mai întâi împărăția. Suchet zuerst das Reich Gottes. Și neprihănirea lui. Und seine Gerechtigkeit. Și toate acestea vi se dau. Alles andere wird euch einfach gegeben. Voi material stați foarte bine. Ihr steht material wahrscheinlich sehr gut. Eu n-am venit să sperii pe nimeni. Ich möchte niemanden erschrecken. Dar cred cu tărie. Aber ich glaube von Herzen. Că într-o zi cerul va trece cu trofnete. De Himmel einfach vergehen werden mit Trachen. Trupurile cerese vor topi de mare căldură. Und die Elemente werden zerschmerzen vor Hitze. Și pământul cu tot ce este de el alles was drauf ist wird verbrennen. 2 Petru capitolul 3, 2 da? Petrus 3 beschreibt Eu cred că într-o zi pământul arde. Ich glaube, dass diese Erde brennen wird. Eu cred într-o revenire a Domnului Iisus. Ich glaube an die Wiederkunft Jesu Christi. Eu cred într-o viață veșnică. Ich glaube an einem ewigen Leben. Eu cred în răpirea bisericii. Ich glaube an die Entrückung der Gemeinde. Și toate lucrurile rămân aici. Und alle diese andere Dinge sind nichts wert mehr. Pentru ce nu citești în Scriptură? Warum, was hält dich auf, Gottes Wort zu lesen? Pentru ce nu te rogi mai mult? Was hält dich auf, zu beten? De ce lipsești de la biserică? Warum nicht kommst du zum Gottesdienst? Ostași încurcați. Soldaten, die abgelenkt sind. Facem câte ceva, încoace și încolo. Die machen irgendwas. Vă mai dau un exemplu. Noch ein Beispiel. Josua spunea soldaților. Josua sagte zu seinen Soldaten. Când veți striga tare în ziua a șaptea, wenn ihr am siebten Tag laut rufen werdet, die Mauern Jerichos werden zusammensacken. Fiecare să meargă înainte să lupte. Alle da, jede so vorwärts gehen, so kämpfen. Pentru soția lui, pentru copiii lui. Jede kämpft für seine Frau, seine Kinder. Se întâmplă ceva. Es geschieht etwas. Un soldat cu numele de Achan. Ein Soldat, Achan.
Pe când era în război, în luptă, während sie einen Kampf hatten dort mit Ai, vede o manta de șenear, er sah dort einen Mantel, o placă de aur și argint, ein Stück Gold und Silber, bagă sabia în teacă, er hat sein Schwert an sein Schwert gelegt, acestea, nimmt diese Sachen schnell fuge mit, în tabăr, în geht port, schnell in sein Zelt, sapă o groapă mare, vergrabt es dort in ein Loch și îngroapă acolo. Und hat zugedeckt. Cineva întreba, de ce a murit și nevasta lui Acan și copiii. Jemand hat gefragt, wieso muss seine Frau sterben? Probabil pentru păcatul tăinuirii. Wahrscheinlich wegen der Sünde des Verschweigens. Sie haben es versteckt. Peste grămadă aia trecea și nevasta și copiii. Über diese Berg, wo aufgegraben war, mussten die Kinder untauchen. Ei știau că ceva nu este în regulă. Sie wussten, dass da was versteckt ist. Dar au tăcut. Aber alle haben verschwiegen. Mă duc la o soție, la o soră și îi spun, soțul tău îi acuzat că umblă cu o femeie. Tu te duci sau? Da, eu m-am dus. Ah. La un membru din biserică. Ich bin zu einer Schwester gegangen in unsere Gemeinde und sagt du, dein Mann wird beschuldigt, dass er eine andere Frau hat, eine Beziehung zu einer anderen Frau. Femeia spune, nu e adevărat. Die Frau hat gesagt, unmöglich, das kann nicht wahr sein. Când am început să-i demonstrez, aber als ich anfing, es zu demonstrieren, dass es so ist, plâns, sie hat angefangen zu weinen. Spus, adevărat, știu și eu. Dann hat sie gesagt, ah, es stimmt doch. Noi avem tendința să-i acoperim pe ai noștri. Also wir haben oft diese Schwachheit, dass wir unsere Sünden verstecken wollen. Băieții noștri sunt buni, fetele noastre sunt bune. Jungs sind doch gut, unsere Mädchen sind gut, wir wissen zwar Dinge, aber sagen es nicht. Dar îngropăm păcatul ca și Acan de altă dată. Also wie Achan haben schon manche so ihre Sünden einfach versteckt zu Hause. Probabil Acan a plecat iar la război. Und wahrscheinlich ist Achan wieder weg und hat gekämpft. Cu ce curaj mai lupta el? Mit was für Mut hat er jetzt gekämpft? El se gândea că ajunge în Canaan. Er hat gedacht, wenn ich in Canaan komme, werde ich einen schönen Mann haben. Ich werde ein reicher Mann sein. Dar păcatul pe el l-a nenorocit. Aber seine Sünde hat ihn zerstört. Acan a făcut de fapt două lucruri rele. Achan hat zwei Dinge falsch gemacht. Iosua a spus: aurul, argintul, fierul să fie pentru Domnul. Sie haben gesagt, alles Gold und Silber, was nachher übrig și ist, soll dem Herrn nimicire, gehören. Und alles andere muss vernichtet werden. Acan a luat aur și argint. Aur și argint. Er hat Gold und Silber für sich genommen. Dar astea erau ale Domnului. Die gehörten aber Gott. Ce înseamnă asta? Was bedeutet das? Deasupra Betleemul îngerii cântau în cor așa. Über Bethlehem haben diese englische Chor gesungen. Slavă lui Dumnezeu, Ehre sei Gott in der Höhe și pace und pe Friede auf Erden den Menschen. Slava întotdeauna ea lui Dumnezeu. Die Ehre gehört immer Gott. Nu avem voie să luăm slavă niciodată. Wir haben kein Recht, nici die Ehre pastor, von Gott wegzunehmen. Weder der Pastor, nici profet, noch ein Prophet, nici cântăreț, noch ein Sänger. Toată slava ea lui Dumnezeu. Alle Ehre gehört Gott. Amin. Amen. Nu avem voie să furăm slava lui Dumnezeu. Wir können nicht seine Ehre wegnehmen. Să ne dea Domnul puterea să fim smeriți. Gnade geben, dass wir uns demütigen. Amen. Mai scrie cuvântul Domnului în Matei capitolul 28. In Matthäus 28 sagt Gott es vor. Într-o dimineață, an einem Morgen, pe când ostașii păzeau mormântul Domnului, als diese Soldaten dort das Grab des Herrn, a venit un înger ca un fulger. Das Grab des Herrn bewachten, kam ein Engel wie ein Blitz und hat den Stein weggerollt und Jesus kam aus dem Grab heraus. Diese Soldaten fielen zu Boden. Als sie zu sich kamen, sind sie schnell in die Stadt gegangen zu den Priestern. Und wisst ihr, was die Priester machen? Sie haben ihnen Geld gegeben, dass sie schweigen. Das sind korrupte Soldaten. Liebe Brüder und Schwestern, wir dürfen nie korrupt sein in irgendeiner Weise. Vorbeam la darul profetic de implicarea sentimentală sau corupția financiară. Ich habe letzte Abend über die Gabe der Weisung gesprochen. Wie schlimm es ist, wenn jemand... Noi trebuie să predicăm Evanghelia drept. Moment. Wenn jemand Geld nimmt und dann, weil ihm jemand Geld gibt, nachher ihm nicht schlecht weissagt, sondern gut weissagt. Das ist immer eine Korruption und wir dürfen nie Gottes Wort biegen, nur wegen dem Ansehen der Person. Din experiența care o am, aus der Erfahrung, die ich habe, sage ich, am înțeles că Domnul nu împarte slava cu nimeni. Gott teilt seine Ehre mit keinem.
Eu sunt născut în pocăință. Ich habe mich in eine gläubige Familie bin ich geboren. Mama mea născută în 1930, născută în credință. Geboren 1933 war auch schon, ihre Eltern waren auch gläubig. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuț, 25 de ani de pușcărie. 25 Jahre in Cernăuț an der ucrainischen Grenze in ein Gefängnis geworfen. În luna februarie l-au arestat. Im Monat Februar kam die Soldat, die Militär hat ihn festgenommen. Și l-au dus de sculț, fără papuci. Barfuß musste er laufen im Schnee. Pe gheață și zăpadă până la Cernăuț. Schnee bis zum Gefängnis. A luat multe bătaie. Er wurde oft verschlagen. Era un proroc al Domnului. Er war auch prophetisch begabt. L-am cunoscut bine. Ich habe ihn gekannt. A făcut 4 ani și 8 luni de pușcărie. Er war dann 4 Jahre und 8 Monate dort. Și mama a rămas acasă. Und meine Mutter war allein zu orfană Hause. De mamă, 3 copii ai nimănui. Die Mutter ist gestorben, sie war alleine, 3 Kinder, sie haben niemand, weder Mama noch Papa gehabt. În toți anii aceștia am înțeles un lucru. Und in all diese Jahre, wo ich dabei bin, Dumnezeu habe ich verstanden, Gott gibt seine Ehre niemandem. Întotdeauna dăm slava lui Dumnezeu. Wir sollen immer alle Ehre Gott geben. Am mai înțeles un lucru. Ich habe noch etwas verstanden. Nimic din lumea asta. Nichts aus dieser Welt. Nu trebuie să ne schimbe credința. Darf unser Glauben ablenken. Toți banii din lume, alle Geld dieser Welt, toate darurile oamenilor, Gaben oder alles, was die Menschen uns geben könnten, corupă. Dürfen uns nie corrupt machen. Noi trebuie să rămânem drepți înaintea lui Dumnezeu. Wir sollten immer gerade bleiben beim Wort. Diese Soldaten haben Geld genommen von den Priestern und haben die Lüge erzählt. Ein Prediger darf sich nie bestechen lassen. Auch ein Prophet darf nie Geld nehmen. Auch ein Sänger darf nicht nehmen. Wir singen zur Ehre Gottes. Halleluja. Und eines Tages, Gott wird uns belohnen. Ich glaube an die Belohnung Gottes. Hebräer 11 sagt es, cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Hebräer 6, wer zu ihm kommt, der muss glauben, dass er existiert und dass er ein Vergelter ist denen, die an ihm glauben. De mic copil am crezut în asta. Schon als kleines Kind habe ich verstanden, ich habe nie angefangen zu rauchen. Pe alcohol, ich habe auch nie getrunken Alkohol. Nu m-am dus la filme și la meciuri. Ich habe auch abgelehnt, zu irgendwelcher Filme zu gehen. În trup niciodată. Ich wollte nicht diese Sünden alle erst durchmachen. Ich wünsche, dass Gott seine Belohnung gibt. Wartet ihr darauf? Spune Duhul Sfânt. Der Heilige Geist sagt, spune Scriptura, und die Heilige Schrift sagt, nu mai este mult, frații mei, es ist nicht mehr lange, și va veni Domnul und der Herr wird wiederkommen, uns zu sich zu nehmen. Lasst uns im Glauben leben für ihn. Lasst uns demütig sein, hingegeben sein in seine Arbeit. Ihr seid viele junge Leute hier. Der Herr braucht euch. Der Herr braucht euer Jugend will er benutzen. Eure Energie will er benutzen. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Der Herr möchte euch alle segnen. În Psalmul 78, versetul 9, Psalm 78, 9 heißt es, spune așa, fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei. Ui, das ist schwierig. Psalm, repede. 78, 78, versetul 9. Vers 9. Wie die Söhne Efraim, die den Bogen führten, abfielen zur Zeit des Streits. Ăștia sunt dezertori. Das sind die zurückweichen. Care fug din armată. Die weglaufen, wenn es hart wird. Eu mă uit la voi. Ich schaue euch an. Voi veți duce lupta până la capăt? Werdet ihr den Kampf weiterkämpfen bis zum Schluss? Când scria Pavel fratelui Filimon, als Paulus seinen Brief an Philemon schrieb, era un prieten acolo, prieten cu el, Dima. Da war ein Freund mit ihm, der Demas war noch bei ihm. Dima, vă trimite sănătate. Und er sagt, Demas, lasst euch grüßen. În 2 Timotei, capitolul 4, in 2 Timotheus 4 schreibt er dann, Pavel spune așa, Dima, din dragostea pentru lumea de acum m-a părăsit. Demas hat mich aus Liebe zur Welt mich verlassen. Voi veți rămâne în biserică până la urmă? Bleibt in der Gemeinde bis zum Schluss. Sau îl veți părăsi din dragostea pentru lume? Keiner von euch sollte aus Liebe zur Welt den Herrn verlassen. La noi era vreme de prigoană. Bei uns wurde eine Verfolgung ausgebrochen. La miezul nopții erau 10 fete primeau botezul în apă într-un iaz. Und es war schon um Mitternacht, wir haben gebetet um die Taufe im Heiligen Geist. 10 Mädchen wurden erfüllt im Heiligen Geist. Un profet s-a uitat la o tânără. Und ein
Bruder, der Prophet war, hat auf eine junge Frau geschaut und hat ein Gesicht gehabt oder eine Offenbarung gehabt. Höre, junge Frau. Der Teufel wird kommen und durch ein Junge dich verführen wollen. Dacă nu vei fi atentă, sei wachsam. Vei zbura din casa mea cum zboară pasărea din cuib și nu mai vine înapoi. Wenn du nicht aufpasst, wirst du wie ein Vogel rausfliegen aus meinem Haus und du wirst nie zurückkehren. Tânăra de atunci, acum are 70 și ceva de ani. Diese junge Frau ist jetzt 70 Jahre alt. Eu o cunosc bine. Ich kenne sie gut. După un an de zile a venit un băiat din lume. Nach etwa ein Jahr kam ein Junge, der war aus der Welt. A plecat din biserică. Und sie ist mitgegangen mit ihm. Și s-a căsătorit cu el. Und hat sich mit ihm verheiratet. Ar vrea să vină înapoi și nu mai poate. Sie will oft zurückkommen, aber sie ist bis heute nicht zurückgekommen. Când trece prin sat cu cortegiu mortuar, wenn ein Beerdigung ist in unserem Ort, stă la gard și plânge. Sie steht immer da und weint. Pentru că a vorbit Duhul Sfânt. Denn der Heilige Geist sprach in ihrer Jugend. Fetele de aici, liebe Mädchen oder Frauen von hier, bleibt in der Gemeinde, wenn ihr versucht werdet. Băieți de aici, wenn andere Jungs kommen oder ihr Jungs, bleibt in der Gemeinde, orice s-ar întâmpla, egal was passiert. Dima, din dragostea pentru Dima lume, hat die Welt lieb gewonnen und aus Liebe zur Welt ist weggegangen, hat mich verlassen. Efraim, so gab es viele Soldaten, die haben einfach alles hingeschmissen. Vrășmașe, s-au întors, s-au fugit. Auch hier steht, in diesem Wort steht, diese Kinder Ephraim, sie haben einfach den Bogen geführt, aber sie fielen ab zur Zeit des Streits. Ostași încurcați sau în dificultate. Das sind Soldaten, die durcheinander kommen während dem Kampf. Când nu avem armura Duhului. Wenn wir nicht diese Waffenrüstung Gottes haben, e o problemă. Dann ist ein großer Not. Dann müssen wir beten, werdet voll Heiligen Geistes. Mă rog, Domnul, să vă umple de Duhul Sfânt. Echt, Gott möchte euch alle füllen im Heiligen Geist. Biserica și familie încurcate. Alle, die ganze Gemeinde und die Familie. Când comenzile sunt încurcate. Wenn eine Gemeinde aber durcheinander kommt, wenn Familien durcheinander kommen, dann kommen keine klaren Worte mehr. Möge Gott uns Klarheit geben. Ostași încurcat. Când ne pierdem timpul cu lucruri de nimic. Ein Soldat, der abgelenkt wird mit nichtigen Dingen, verliert sein Ziel. Când ne lăsăm atrași de anumite lucruri materiale, wenn wir von materiellen Dingen einfach abgelenkt oder uns ablenken lassen, când acceptăm să fim corupți cu bani, wenn wir Korruption akzeptieren oder einfach Kompromisse machen, sau când întoarcem spatele Domnului, wenn wir dann später unser Rücken sogar dem Herrn drehen. În cartea Apocalipsa și cu asta închei. Ein letztes Wort in Offenbarung heißt es, când îl vede Ioan pe Domnul Iisus Hristos, als Johannes dort eine Vision hat über Jesus Christus, spune că el purta un nume, biruitor, er hatte einen Namen, der Sieger. Hristos, Domnul, Jesus, a biruit în Golgota. Er ist Sieger, er hat auf Golgata gesiegt. Domnul Iisus nu a fost învins niciodată. Er wurde nie besiegt. Noi n-am plecat la război pe cheltuiala noastră. Wir sind nicht in unsere Kraft in diese Kampf gekommen. Noi ne-am înrolat în spatele Mântuitorului. Wir haben den Herrn mit uns, wir haben ihn angenommen. Voi sunteți cea mai puternică armată din lume. Ihr seid die stärkste Soldaten in dieser Welt. În fruntea noastră e Domnul Iisus. Denn vor uns ist Jesus. Într-o zi va veni. Eines Tages kommt wieder. Și va da cununa celor ce au biruit. Und wird eine Krone geben allen, die überwinden. Vă dau întâlnire acolo. Să ne întâlnim acolo. Ich wünsche, dass wir uns dort treffen. Spuneau că în momentul când fratele Wulbrand a fost condamnat, ich habe gelesen irgendwo, als Bruder Wulbrand verurteilt wurde. Soția lui era în sală. Seine Frau war dort im Gerichtsraum. El credea că o să moară în temniță. Er hat gedacht, er wird dort im Gefängnis sterben. Și-o striga la soție. Und hat seine Frau einfach zugerufen. Ne întâlnim la poarta lui Ruben. Wir werden am Tor Rubens uns treffen. Și autoritățile întrebau, unde se întâlnesc ăștia? Und dann haben die Richter gefragt, wo wollen sie sich treffen? Eu vă dau întâlnire acolo. Ich wünsche, dass wir uns alle dort treffen beim Herrn. Ich weiß nicht, ob ich je bei euch noch sein werde. Weiß ich nicht. Nu știu ce ne pregătește Domnul pentru ziua de mâine. Ich weiß nicht, was morgen ist.
Eu vreau să ajung acolo. Ich will unbedingt dahin gelangen. Și acolo vă aștept și pe voi. Und dort warte ich auf euch. Sunt lucruri care aici nu ne sunt îngăduite. Hier sind Dinge, die uns einfach nicht zugelassen sind. Moise se uita la țara Canaan. Moses schaute einfach hinüber ins Kanaan und hat gesagt, Herr, auch ich will dahin. Și Dumnezeu a spus, und Gott hat gesagt, nein, hier, du wirst jetzt sterben. Dar pe muntele schimbării la față, aber als Jesus auf dem Berg der Verklärung, care era in Israel, die dort in Israel stattgefunden hat, kam Moses sogar und Elia, ce nu i-a fost îngăduit în viață, was er im Leben damals im Alten Bund nicht erleben konnte, hat im Neuen Testament erleben dürfen nach seinem Tod. Mi-e îngăduit mai mult. Mâine plec acasă. Vielleicht muss ich morgen gehen, vielleicht habe ich nicht dar mehr, dincolo, aber drüben wünsche ich, dass wir alle dort sind. Vă vreau acolo pe toți. Ich will euch alle dort treffen. Și acolo, Halleluja. Să fim totdeauna cu Domnul. Und dort wollen wir ewig bei dem Herrn sein. Amen. Amen.